Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Zürich. Mein Name ist Peter Stücheli Herrlach. Ich bin Präsident der Stiftung Pestalozianum. Unsere Stiftung ist ein Gemeinschaftswerk vom Kanton Zürich, der Pädagogischen Hochschule und einem früheren Pestalozianum. Die Stiftung besitzt umfangreiche und wertvolle Sammlungen. Schließlich auch Vor- und Nachlässe von profilierten Pädagogen, Bildungspolitikern und der Forschungsbibliothek. Da sehen wir zum Beispiel Glasdias aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die hat man gebraucht, um Themen im Unterricht zu illustrieren. Da sehen wir Beispiele von Kinderzeichnungen aus dem berühmten Pestalozzi-Kalenderwettbewerb. Sie stammen aus den Jahren zwischen 1950 bis 1980. Das ist das Geschäftsbuch vom Institut von Pestalozzi in Yverdon. Es gibt uns Einblick in den pädagogischen Alltag von der Zeit nach 1810. Wichtige Massnahmen in diesem Projekt sind die Sanierung der Bestände, dann die Digitalisierung und die Eingliederung ins Online-Portal. Dank Swisslos können wir das Gedächtnis der Volksschule erhalten. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.